Wollte nur Schrippen holen, da hat man ihr plötzlich die Zeit gestohlen. Was ihr seit kurzem fast täglich geschieht, sie lebt nämlich im Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, Gefahrengebiet. Wir leben im Gefahrengebiet. Ronny hat nen Platzverweis, seine Wohnung mittendrin, was für ein Scheiß. Jetzt schleicht er sich ganz heimlich bis zu seiner Arbeit und hat für diesen ganzen Quatsch doch gar keine Zeit. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Sandra möchte, das kann man doch verstehen, ihre Liebste um die Ecke mal besuchen gehen. Jetzt steht sie auf der Straße und kickt ihr ans Verliebte und fragt sich, wann sie ihren Ausweis wieder kriegt. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Die Ausweise, bitte. Murat lässt seine großen Kinder kurz allein. Da springt das SEK zum Fenster rein. Sie haben Waffen, das ist sehr schön. Man kann die Freude in den Kinderaugen sehen. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet, 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 wir leben im Gefahrengebiet. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, ihr sitzt in der Riegerstraße rum, raucht vielleicht einen Joint. Neben euch läuft das SEK hin, es läuft her. Wollt ihr das Ganze mal wirklich verstehen, dann müsst ihr uns einfach mal besuchen gehen. Im Gefahrengebiet gibt's sogar Kaffee und Kuchen. Ihr müsst uns wirklich mal besuchen. Gefahrengebiet, im Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet. Gefahrengebiet, Gefahrengebiet, wir leben im Gefahrengebiet.